Hi und herzlich willkommen auf dem Kanal von PR Snacks. Ich heiße Philipp und im heutigen Video zeige ich euch den Corallus caninus, den grünen Hundskopfschlinger oder auch Hundskopfboa genannt, im kurzen Porträt. Viel Spaß mit dem Video. Ja, und heute zeige ich euch endlich eines der Tiere, das sich in den Videokommentaren sehr, sehr häufig gewünscht wurde, und zwar dem Corallus caninus, besser auch bekannt unter dem Namen grüner Hundskopfschlinger oder die Hundskopfboa. Es ist eine Schlangenart aus Südamerika und es gibt eben zwei verschiedene Lokalformen, und zwar einmal die Guyana-Schildform. Ja, das ist die Guyana ist die, würde ich sagen, häufiger verbreitete Form von Corallus caninus. Und dann gibt es noch Suriname. So, jetzt ist der gute Herr aufgewacht. Wie man sieht, jetzt schon in Lauerstellung. Genau, ich werde nicht zu viel gestikulieren, weil diese Tiere sollte man eben nicht händeln. Deswegen sind die bei mir auch das Händeln nicht gewohnt. Und wenn ich mal was zu erledigen habe im Terrarium oder wo auch immer, dann kommen die immer eben hier so am Ganzen im Stock mit raus. Deswegen, also die Tiere werden bei mir nicht gehändelt. Ja, und das hat einfach auch verschiedene Gründe. Zum einen sind es natürlich Wildtiere, und die sind es nicht gewohnt, wobei es sich hier ja auch um Nachzuchten handelt. Also ich denke, wenn man viel mit denen arbeitet, würde das auch gehen. Aber sie sind nachtaktiv. Das heißt, diese Tiere erwecken sozusagen zum Leben in der Nacht. Und ihr Aktivitätsmodus ist eben am höchsten in der Nacht. Ja, hier habe ich jetzt ein Tier, welches schon 5 Jahre alt ist, also es ist eine deutsche Nachzucht aus 2016, und man sieht vom Phänotyp her, es ist ein relativ helles Grün, welches dieses Tier besitzt, mit ja so vielen Diamanten. Also ich hoffe, das kommt auf dem Video auch relativ gut rüber. Hier vielleicht mal eine kleine Versuch der Nahaufnahme vom Kopf, mal das Ganze mal ein bisschen drehen. Und jetzt habt ihr es auch mal so ein bisschen im Größenvergleich. Ja, also das ist meine Hand und das ist ein 5-jähriges adultes Männchen von Corallus caninus, welches jetzt, man sieht es auch so ein bisschen, versucht mein Gesicht zu forcieren. Die haben eine relativ weite Möglichkeit zu schlagen. Also wenn das jetzt angreifen würde, dann wird es schon sehr, sehr nahe zu meinem Kopf kommen. Ich will es natürlich jetzt nicht hoffen. Deswegen halte ich es immer so ein bisschen von mir. Das spielt natürlich auch immer viel mit rein, ob man sich jetzt großartig bewegt oder gestikuliert. Man kennt es ja von dem einen oder anderen englisch- oder amerikanischsprachigen YouTuber, Brian Barczyk. Der gestikuliert immer wild in den Videos, sodass die Tiere natürlich dann auch ihre Abwehrbisse zeigen. Das ist jetzt nicht das, was ich vordergründig möchte, sondern euch einfach mal so ein Tier aus der Nähe zeigen. Es gibt nicht allzu viele Aufnahmen meiner Meinung nach im Internet, gerade über Corallus caninus oder auch halt nochmal der Königin drüber hinweg, Corallus batesi, welche in Gefangenschaft noch viel, viel seltener gezüchtet werden. Da besteht ja auch sogar die kommen ja aus Brasilien, ein Importverbot. Und bei Guyana ist es ja noch so, dass immer noch teilweise Wildfänge importiert werden. Aber wie gesagt, hier handelt es sich um ein Männchen aus deutscher Nachzucht 2016. Jetzt werde ich euch noch vergleichsweise ein Männchen von 2012 zeigen. So, hier habe ich jetzt noch das Männchen von 2012, und man sieht vom Größenvergleich, wenn ich jetzt beide daneben halten würde, ich versuche vielleicht mal so die Hälfte des Bildes zu splitten, vielleicht so, dann sieht man auch wieder hier meine Hand zum Größenvergleich. Es sind relativ kleinbleibende Tiere.
Es gibt ein paar Besonderheiten, die man bei Corallus carninus und auch in der Pflege eben beachten muss. Und zwar ist es einfach, es ist nicht so ähnlich wie bei Baumpythons, die, weiß ich nicht, bei 31 Grad sich relativ gut entwickeln. Und zwar werden Corallus carninus deutlich kühler gehalten und auch viel, viel spärlicher gefüttert, weil die einfach einen langsameren Verdauungstrakt haben oder einen langsameren Verdauungsvorgang. Deswegen füttert man, also wir füttern unsere Corallus carninus alle 3 bis 4 Wochen und maximal dreimal, bis sie sich entweder gehäutet oder abgekotet haben. Ja, also Carninus sind auch bekannt dafür, dass sie Kot sammeln, Kot speichern. Und erst wenn eine vorangehende Häutung kommt oder mal einen Regenschauer, dann lösen die sich von diesem Kot. Ja, und wenn man häufiger füttert, hatte man früher häufiger Probleme von sozusagen den kotzenden Carninus. Das heißt, die haben dann wieder Futter unverdaut erbrochen oder teilweise unverdaut. Und das hat eben zu einem Syndrom geführt, das man heutzutage das Regurgitation-Syndrom nennt, also das Wiederauswürgen von Beutetieren. Ein bisschen schwierig auszusprechen, aber das geht schon. Jetzt im Vergleich, dieses Tier zum anderen Tier hat deutlich schmalere laterale weiße Seitenzeichnung und das andere Tier hatte deutlich markantere Streifenzeichnung. Und was auch ganz auffällig ist, dieses Tier ist deutlich dunkler als das eben gezeigte Tier. Auch dieses Tier ist von der Guyana-Schildform und aus der Zucht von Erich Krammer. Das war so einer der Pioniere, die Corallus carninus und ja auch Baumpythons gezüchtet haben in Deutschland. Da sind wir sehr stolz drauf, so ein Tier noch in unserem Bestand zu haben. Wie gesagt, es ist von 2012, also jetzt 9 Jahre alt und erfreut sich immer noch nach wie vor bester Gesundheit. Lebenserwartung sind auch je nachdem, es gibt wahrscheinlich noch nicht so viel dokumentierte Tiere, die wahrscheinlich älter sind als 25, 30 in Gefangenschaft, aber man geht davon aus, dass auch Corallus carninus eine Lebenserwartung von 15 bis 25 Jahre, also es ist relativ weit gestreckt, einfach weil es natürlich noch nicht ganz so viele Tiere in der Gefangenschaft gibt. Es wird erst in den letzten Jahren wieder vermehrt, oder es wurde geschafft, erst wieder in den letzten Jahren vermehrt Corallus carninus nachzuziehen. Wichtig ist eben da einen gesunden Bestand an Nachzuchten zu haben und nicht an Wildfängen. Das ist auch eine deutsche Nachzucht, eben von 2012. Und dass man weniger auf Farmzuchten bzw. Wildfänge zurückgreifen muss. Und ja, ich hoffe, ich konnte es jetzt euch mal ein bisschen näher bringen. Ich werde in der Zukunft auch das eine oder andere Video machen, wie diese Tiere behaust werden. Ja, man gibt ja auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Hochterrarium oder eher ein horizontal eingerichtetes Terrarium. Diese Tiere halte ich tatsächlich, vor allem die Männchen, in Hochterrarien und die gedeihen da super. Also seit 2015 oder 16 haben wir die jetzt bei uns im Bestand, also schon über 5 Jahre und hatten noch nie bisher irgendein Problem mit diesen Tieren. Ja, also das sollte für sich sprechen, wenn man ein paar Grundsätze halt eben beachtet. Natürlich, wie schon erwähnt, die Temperatur darf nicht zu hoch sein. Maximal 28 Grad Tagestemperatur halten wir unsere Tiere. In der Nacht geht es noch mal ein bisschen weiter runter. Und ja, jetzt versuche ich euch noch mal ein bisschen den Kerl hier näher zu zeigen. Ich denke, so Detailaufnahmen wird es wahrscheinlich nicht allzu viele geben. Auch wieder hier fürs Handling. Kommen die dann nur und also die liegen so auf diesen Liegeästen in den Terrarien und auch nur so kommen die aus dem Terrarium. Ich habe noch keinen Carninus hinter dem Kopf gefasst oder irgendwie knebeln müssen. Ja, selbst beim Saubermachen natürlich, was immer nur unter Tage passieren soll, nie nachts, weil wenn man nachts die Hand reinstreckt, kann man davon ausgehen, dass man einen ziemlich starken Biss von diesen Tieren erhält. Nächste Besonderheit. Diese Tiere haben die längsten Zähne bei ungiftigen Schlangen. Ja, also das ist Fakt. Die haben die längsten Zähne bei den ungiftigen Riesenschlangen.
was beachtlich ist. Früher wurde davon ausgegangen, eben, dass das halt evolutionsbedingt so war, dass die Tiere natürlich auf den Ästen saßen und ihre Beute Vögel waren. Heutzutage geht man immer eher weniger davon aus. In der Natur werden auch viele gefunden, die sich eben im niedrigen Gewässerbereich oder nahe am Uferrand aufhalten, wo, weiß nicht, irgendwelche Nagetiere rumlaufen. Aber aufgrund ihrer großen Reichweite, natürlich brauchen die auch dementsprechendes Zahnwerk, um die Tiere eben zu festzuhalten und dann eben zu erwürgen. Eine Fütterung ist auch noch ein sehr markantes Thema bei den Hundskopfbohrs. Ja, dann soll es das für heute gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt mal ein paar sehr spannende Aufnahmen von Corallus caninus zeigen. Alle waren sie jetzt relativ freundlich auf dem Arm. Wie gesagt, ich bin da kein Fan von großartig gestikulieren. Hauptsache, dass die Schlange ausschlägt. Das muss eigentlich nicht sein. Da zeige ich euch die Tiere lieber ein bisschen näher in der Nahaufnahme. Hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr von diesen Tieren haltet, ob ihr gern davon mehr sehen möchtet. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen.